Ja, hoho, hier wieder beim Koali und bei der Terra May. in der Secret World. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum Terra May nicht neben mir steht als Charakter, dann habt ihr die letzten Folge nicht gesehen und deswegen erkläre ich euch jetzt nicht warum. Weil ich böse auf euch bin. So. Ja, ab in die Ecke mit euch, schämt euch. Ja, genau. Und ja, wir müssen hier die Tafel beschaffen. Hoffentlich ist es eine Tafel Schokolade. Oh, das wäre so schön. Verdammt, aber warum darf ich da nicht mit rein? Weil es keine Tafel Schokolade ist, was komisch ist, das ist ein Aber warum redest du denn von Schokolade? Jetzt habe ich Hunger und der Kiosk hat sich Es hat ja auf. 10.000 Leben. Warum schieße ich auf das Ding mit dem Stahl? Weil du eben, vorhin, gestern, überhaupt, wenn du mit mir unterwegs bist, mehr AOE-Schaden raushauen musst, weil ich eben gerne viele Mobs um mich sammle. Falsch geschossen. Nein, tot. Ich bin gestorben. Einen elendlichen Tod. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Klopf. Hörst du So, das das Erste, Hämmern was nicht ich mehr mache, von ich nehme draußen? diesen AOE-Schaden jetzt mal hier raus. Der bringt ja jetzt mal gar nichts hier. Und was tun wir denn da stattdessen rein? Wir nehmen mal hier so ein verlangsamen Ding rein. Wo war das denn hier? Womit hast du es denn zu tun? Mit einem Elementar. Mit einem Elementar, dann solltest du auch ein bisschen mehr auf Einzelschaden, Einzelziele gehen. Die Kraft wird noch aufgeladen. Noch 3 Minuten warten, bis ich sie rausziehen kann. Bäh. So, jetzt. 3 Sekunden, nicht 3 Minuten. So, Vorrücken verlangsamen ist doch gut. Und dann nehmen wir noch mit. Oh, das habe ich noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht den Spieß umdrehen. Das ist ja blöd. Dann nehmen wir mit den Chirurgenstahl. Aber wozu braucht ein Sturmgewehrheiler auch den Spieß umdrehen, Eigentlich nicht, weil du hast ja genügend Heilzauber. ne? So, drücken wir schon mal auf die Buffs. Okay, ich habe gerade, glaube ich, irgendwo böse gestanden. Ist mir übel Schaden gemacht. Hier ist Feuer. Alle vor dem Fernseher geschrien. Der Tod hat voll im Feuer gestanden. Aber jetzt seht ihr auch mal, wie krass so ein Sturmgewehrheiler sein kann, wenn ich mich auf 700 Lebenspunkte hier runtergewirtschaftet, jetzt wieder hoch. Keine Wände wären, nicht endlos zurücklaufen könnte, das ist schon gut. Hin ist er. Weil ich jetzt erst ganz am Ende gemerkt habe, ich hatte ja einen Verlangsam-Skill eigentlich. Hätte ich auch mal öfter benutzen sollen, Ja, im Kampf, da achtet man da nicht mehr so drauf. ne? Ja. Da siehst du nur noch den Der Balken vom Knatz. Gegner und willst den Tod haben und So, raus zu Terra, die wartet schon. Ich will die ganze Zeit immer zu meiner Flasche greifen, aber sie ist leer.
Sollten wir ein Päuschen machen? Was bringt das? Na, dann kannst du dir eine Flasche holen. Ne? Ich hab doch keine. Achso, ja, hast du erzählt. Dann. Mist, 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 gemischt. So, dann mache ich das jetzt bei denen hier. So, einmal kurz zurück zum Lager. Oh, hier sind Ghule. Ghule. So. Und eben noch das Quest abgeben. Ich hasse das, wenn man nicht sprinten kann, weil man blutet. Ja, tut mir leid, Sparky habe ich gerade nicht. Video! Ich hab mir wohl was gezerrt, als wir die Tür geöffnet haben. Schuld ist nicht das Graben, sondern der Schwertkampf. Monty? Ah! Hast du... Wunderbar! Später Adlente Dynastie. Verweise auf den Ketzerkönig. Da! Die Wächter! Die Wächter! Monty! Wir hatten recht. Ich hab's nie bezweifelt. Überhaupt nie. Nie. Was immer in der Ruinenstadt liegt, es wurde von den sieben Wächtern und ihrem Lied bewacht. Das Lied verhallt langsam. Und wenn das hier stimmt, falls das geschieht, wenn es geschieht, erhebt sich der Ketzerkönig wieder. Und sein Gott, der Herr aller Länder, erhebt sich mit ihm. Wir halten das für eine schlechte Sache. Überaus schlecht, in der Tat, mein Lieber. Ja. Ab die rote Quest noch hier, ne? Die Oxford-Sachen. Müssen wir ja eh lang. Und da ist er, der Dicke. Kriegen wir den hin, ohne die Buffs rauszunehmen? Ich denke schon. Also für die Leute, die normalerweise hier spielen, es gibt Möglichkeiten, dem seine Buffs, die er hat, rauszunehmen. Aber ich habe nur Terror. Die hier irgendwie zwischen den Steinen klemmt. Macht nix. Und das. Also hier seht ihr hier diese Portale hier. Da kann man sich da oben hin teleportieren mit. Und dann kann man den, wenn der hier vorbeiläuft, seinen Buffs berauben. Ist allerdings ziemlich kompliziert. Holt euch lieber einen Terror. So. Eine offene Fläche finden und ein Rauchsignal abgeben. Na, das kriegen wir doch hin. So, hier hinten rum. Und hier müssen wir irgendwo ein Rauchsignal. Oben drauf. Oben drauf, ja. Ja. Da oben. Mal platzieren. Und jetzt müssen wir das verteidigen. Das ist, glaube ich, nicht gedacht, dass man die so schnell tötet.
Genau, tauchen sie auf. Kampfmusik da. Warte mal. Granate. Bis zum Zinnzucht. Das stimmt. Und es ist Feuer. Du magst doch Feuer. Ja. Und ich finde, die hat auch gar nicht so eine. Die hat nur eine Abklingzeit von irgendwie 20 Sekunden. 25 Sekunden. Eigentlich ganz nett. Ja. Die kannst du echt schnell da benutzen. Jetzt. Da kommt der Helikopter. Mhm. Wir benutzen den Helikopter. Yay! Bericht senden. Mit neuer Waffe. Ja, gucken wir mal, ob die besser ist als die bisherige. Nein, ist sie nicht. Geht ja mal gar nicht. Ich glaube, ich nehme mal das Schwert. Falls der Villanesh mir dann zeigen kann, was da hier so cool ist. So, jetzt könnten wir eigentlich weitergehen, aber da geht's schon ins nächste Gebiet und wir haben hier noch ein paar Quests frei, und zwar hier bei den Orangis. Da porten wir uns doch dann mal hin. Und am Ende der Folge werde ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder KP ausgeben können. Das hört sich doch gut an. Mhm. Leere Munitionskiste nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Mhm. Und dann gucke ich mir doch schon mal bei der Lisa, wie ich das von unten. Magazin! Wollen Sie sich nützlich machen? Ich kümmere mich nicht im geringsten um Politik. Wir sollten uns nicht einmischen. Aber Sie sehen's ja. Wir stecken ganz tief drin. Und diesmal sind wir selbst schuld. Das eigene Grab geschaufelt. Buchstäblich. Der Schmutz kommt aus der Spalte da unten im Tal. Und unsere Männer sind infiziert worden. Mir gefällt das Chaos nicht. Aber wir können hier nicht aufräumen. Das ist sowas wie das letzte Gefecht. Und wir können uns nur auf Gedeih und Verderb hier verschanzen und auf Knien für ein Wunder beten. Ach, ich glaube, ohne das Ding richten sie mehr Schaden an. Die haben also richtig hässliche Waffen, würde ich sagen. Ja, das stimmt, leider. So, das Lager verteidigen. Das kennen wir ja inzwischen schon. Verteidigen haben wir drauf. Zumindest mit Terra. Könnte man hier nicht auch Geschütze irgendwie? Eins kannst du aktivieren, ja. Hast du schon gemacht? Ja. Ja, schnell. Ein Blutmagie-Fokus. Die schwarzen Uniformen sehen jetzt ziemlich cool aus von Orochen. Ja. Da kommt was. Für mich sogar auch gerade als Orochitan. Ich habe da auch irgendwie ein Outfit geschickt letztens. Ins Outfit. Habe ich bisher noch nicht getragen. Da kommen sie. Hinter dir ist auch ja, der weiß aber nicht, wo er hingeht.
Gibt's ja gar nicht. Erst läuft er zu dir, dann wieder zum Orochi. So, ach, das Gebiet von infizierten Orochis säubern habe ich jetzt. Warte, ich mach mal. Wieder auf Einzelschuss. Mehr Bums. Da hat sich einer verschanzt. Ja, aber nicht mehr lange. Erste Munitionskiste. Ah. Stimmt, da war ja noch ein Nebenquest. Genau. Na ja, klar. Was war klar? Dass er nochmal eine Granate werfen wollte, während er stirbt. Das würde ich auch machen. Hier ist noch einer. Ja, aber das bringt ja doch nichts, wenn... Komm, Shootout! Ich glaube, das ist so eine Variante von der Granate. Ja. Ja. Und ist ja cool. So, hier ist eine Munitionskiste. Hier ist auch noch einer. Müssen wir jetzt mal den Nebenquest noch machen? Die Munition ins Lager zurückbringen. Okay, das sollten wir hinkriegen. Das ist zu schaffen. Jetzt habe ich gerade die Buffs gezündet. Na? Kam der Hammer geflogen. So, die Angekluft gehen. Hier ist ein Helikopter. Selber um. Das ist doch nett. Ja, zählt aber nicht für uns, das ist ja das Problem. So, ich bin gebufft, ich muss schnell einen töten. Da hinten ist einer. Sie wissen. Wo denn? Hier. Das hast du wahrscheinlich schon längst. Ja.
Hier ist übrigens auch der Eingang zur Instanz von diesem Gebiet. Aber die zeigen wir euch jetzt nicht zu zweit, weil die ziemlich fies ist. Ja, die ist wirklich fies. Huch! Willst du kuscheln? Okay. Ah, das ist schon umgekippt. Terra mal als Defensivziel auswählen. Brauchst du doch nicht. Ey, cool, mit einer Heilung. Oh, bam, wieder voll. Ja, heilen kann ich ein bisschen. Nur ein bisschen. Die müssen wir ja noch gar nicht. Die müssen noch drei von den Überschwemmten. Dieses Mal habe ich geschlafen. Geht ja gar nicht. Da unten ist noch einer. Ja, der bringt sich aber gerade oben. Daneben auch noch. Ach, der hat gezählt. Ui. Sehr schön. Einen geschwemmten noch. Da vorne ist noch einer. Dass die mal explodieren müssen. Ja, das hat leider das Schmutz so an sich. So, das Plateau untersuchen. Müssen wir wieder nach oben, ne? Mhm. Und da gibt es, glaube ich, auch noch eins, zwei Wissen. Das Gebiet von gescheiterten Experimenten soll. Der ist auf mich losgegangen, was soll das denn? Dachte ich mir auch gerade. Die haben sogar nicht. Immer! Immer! Hey, jetzt machen wir Ping-Pong. Pui! Bis wohl! Wo ist mit dem Zeug? So, da hinten ist noch eins. Nimm dich lieber mal wieder als defensives Ziel. Das Experiment von uns weg. Den Koloss? Ja, der Krieger. Wir sind leid. Interessiert sich nicht so wirklich für uns. Warum nicht? Das geht doch gar nicht. Der verliert auch kein Leben, warum? Hast du dir mal die Lebensanzeige angeguckt? Oh ja. Gut, dass er sich nicht für uns interessiert. Ja, Mats, was ist das? Jetzt doch noch? Ich beiß mich da fest. Ich will wissen, ob der auch noch mal irgendwas droppt. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, gut, ich glaub. Kann echt dauern. Ist für mich. Okay, das Feld betreten. Den nehmen wir noch mit. Hier spricht Orochi-Core. Alle Anlagen werden aufgefordert, ihren Status zu melden. Oh.
Dr. Shiri irgendwie was. Ein bisschen wie der Tomoriko, der Typ. So, Wissen. Hier ist eine Notfalldurchsage. Die Orochi Group hat sämtliche Operationen zwei Wissen in der Region eingestellt. Nee, nur hier eins und ich glaube hinterm Helikopter gibt es noch eins. So, den Computer. Durchsuchen. Warum antwortet denn keiner? Leere Proberöhrchen sammeln. Okay. Gucken wir erstmal ein bisschen hier im Computer rum. Dies ist eine Notfalldurchsage. Die Orochi Group hat sämtliche Operationen in der Region eingestellt. Alle überlebenden Mitarbeiter werden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Die Waage spricht Orochi Corps. Alle Anlagen werden aufgefordert, ihren Status zu melden. Okay. Dies ist eine Erinnerung an alle Orochi-Mitarbeiter. Es besteht eine geringe Infektion. So, Blutprobe von Dr. Sonson und dann Sonson und so besprechen. Die spawnen hier eigentlich schnell. Die müssen wir auch nichts beschaffen. Nee, aber die hatten sich eben angegriffen. Ja. Also, was mache ich? Natürlich. Hey. Verteidigen! Töte! 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 So, da haben wir eine Blutprobe schon. Mhm. So, da steht, es ist ein anderer Koloss, oder ist es immer noch dasselbe? Ne, ist ein anderer, ne? Ja, ein anderer. Der hinten, ganz hinten ist immer noch der. Mit den über, was ist denn das? Wie viele Millionen sind es denn? 9 Millionen. Ja, fast 10 Millionen. Legst dich aber auch gerne mit Spinnen an. Die müssen weg. So, hier schön außen rum. Ups. Kinder, wenn ihr nicht aufpasst, wenn der falsche Doktor werdet, dann seht ihr es so aus. So. Hast du den Doktor gefunden? Nee, der hängt da bei dem einem Funkmasten. Da ist es nochmal eine Leiche. Shootout! Gucken wir, was das ist. Der Live-Lead-Shot. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus für ihn. Warum antwortet denn keiner? Da hinten ist er, das geht schon wieder mit mir. Ja, da hat sich gedacht, er wollte mich anlegen. Ja, ja. Da kommt doch schon wieder der nächste. Ja, aber die sind gelb, die greifen eigentlich nicht an. Sprachst du greifst die nächsten gelben an? Ja, weil ich meine Finger nicht unter Kontrolle habe. So. Wo ist denn der nächste? Der ist hier.
Bei dem Mast. An dem Mast liegt er. Und ist tot. Genau. Tot. Und der letzte im Durchgang, wo wir oben sowieso durch müssen. Ups. Und Bericht erstatten. Genau. Ihr seid ja schon wieder da. Sie sind wieder da, sie sind wieder da. Der Hölle lacht die Fresse von... Nein. Bitte? Das ist ein Lied nicht? Nee. Wollen wir auf irgendeinem Punkrock-Soundtrack aufnehmen? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, von welcher Band das ist. Die lassen wir mal in Ruhe, oder? Das zweite Wissen habe ich aber gar nicht gefunden. Ja, dann war da nur eins. Achso. Ich war mir nicht mehr sicher. Tarntechnik! Weil die Folge jetzt gleich zu Ende ist. Achso. Sind wir schon wieder so weit? Jetzt haben wir noch Bericht. Eine Belohnung und ein Bonus werden auf Ihr Konto überwiesen. Wie Dankeschön. So, Bericht erstatten geht bei dem Laptop. Genau. Okay. Ja, diese Schleichquest hier, weiß nicht, was war das nochmal? Oh Gott, das sagt mir jetzt auch gerade gar nichts. Ihr werdet es erleben, wenn wir das nächste Mal uns in der Secret World wiedersehen. Aber das ist nicht heute der Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal, sagt eure Terra May und euer Quali. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.